Man sagt, Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Und es stellt sich heraus, dass sie recht haben. Das ist zumindest die Schlussfolgerung, die man aus den zahllosen brillanten Beispielen für kalte, kalkulierte Rache ziehen kann, die im Internet zu finden sind. Von der ultimativen Methode, einen Essensdieb zu stoppen, bis hin zur größten Racheaktion gegen einen Tyrannen, die du je gesehen hast. Sehen wir uns ein paar fantastische, passiv-aggressive Racheaktionen an. Cold Call Cash. Im Jahr 2011 rächte sich Lee Beaumont aus Leeds, England, an der frustrierend hohen Zahl von Telefonmarketing-Kaltanrufern, mit denen er zu tun hatte, indem er sie in eine neue Einnahmequelle verwandelte. Während er seine persönliche Nummer nur an Freunde und Verwandte weitergab, richtete er eine Premium-Telefonleitung ein, die er jedes Mal freigab, wenn er eine Bank, ein Gas- oder Stromversorger seine Kontaktnummer verlangte. Da diese Unternehmen gelegentlich Kundendaten an andere Unternehmen weitergeben, die Kaltakquise betreiben, mussten alle, die ihn so anriefen, dafür bezahlen. Genauer gesagt 10 Pence pro Minute. In seinen ersten 2 Jahren bei der Premium Line hat Lee über 300 Pfund mit Cold Calls verdient. Am Ende versuchte er, die Cold Callers, die er einst verachtet hatte, so lange wie möglich am Telefon zu halten, um noch mehr Geld aus ihnen herauszuquetschen. Als die Geschichte von den Nachrichtenagenturen aufgegriffen wurde, verdiente er noch mehr Geld von den Journalisten, die ihn anriefen, um ihn nach diesem Plan zu fragen. Man sagt, die beste Rache ist ein gutes Leben, und für Lee Beaumont war das ganz sicher richtig, denn er verdiente sich damit noch mehr Geld. Ein Lied für Abdullah. Internationale Politik ist ein schwieriges Spiel. Wenn du in hohem Maße von den Ölexporten eines Landes abhängst, das von jemandem regiert wird, der sich unzähliger Menschenrechtsverletzungen an seinem eigenen Volk schuldig gemacht hat, werden die Dinge ein wenig kompliziert. Genau das war bei König Abdullah von Saudi-Arabien der Fall. Als er 2007 Großbritannien besuchte, waren die Briten nicht gerade begeistert und die Band, die ihn empfangen sollte, auch nicht. Aber da die Band im Dienst des britischen Königshauses stand, konnte sie sich nicht einfach weigern zu spielen. Stattdessen begleiteten sie die Ankunft des saudischen Königs mit einem passenden Soundtrack. Das ist der Imperial March, Darth Vaders Thema aus Star Wars. Ziemlich passend und herrlich passiv-aggressiv. Der gute alte britische Sinn für Humor ist eben unschlagbar. Schnarchen auf dem Weg zum Ruhm. Wenn der Partner oder die Partnerin im Bett schnarcht, ist die übliche Reaktion, ihn oder sie so lange zu schubsen, bis die andere Person eingeschlafen ist. Aber das war der Twitter-Nutzerin Duck Mischief nicht genug. Stattdessen nahm sie das Schnarchen ihres Mannes auf und rächte sich für unzählige schlaflose Nächte, indem sie es zu einem Lied abmischte. Hier ist ein Vorgeschmack. Schon bald wurde der Song von Duck Mischief im Internet angehört und inzwischen haben über 500.000 Menschen das peinliche Schnarchen ihres Mannes auf Spotify gehört. Aber weißt du, was dich nicht schnarchen lässt? Ein Abo von Krass. Ich poste jeden zweiten Tag witzige Fakten und wahre Geschichten, die du dir ansehen kannst. Also sag Nein zur Langeweile und drück den Gefällt mir und Abonnieren-Button. Danke. Hundeverzögerung. Als der Stand-Up-Comedian Steve Hofstetter 2017 am internationalen Flughafen von Los Angeles zu seinem Gate ging, bemerkte er eine Frau, die laut und unausstehlich mit ihrem Handy telefonierte. Leider bemerkte sie nicht, dass der Hund, den sie mitgebracht hatte, auf dem Boden des Flughafens einen großen, naja, du weißt schon was. Mehrere Leute machten sie darauf aufmerksam, aber sie ärgerte sich nur über die Unannehmlichkeiten und sagte, dafür gibt es Leute. Steve war entsetzt, aber ging weiter zum Gate. Kurz nachdem er dort angekommen war, bemerkte er, dass dieselbe Frau in seinem Boarding-Bereich Platz genommen hatte. Zu allem Überfluss spielte sie jetzt auch noch laut Musik aus ihrem Handy. Der Redditor wusste, dass er etwas unternehmen musste, sonst würde er mit dieser schrecklichen Frau auf einem 11-stündigen Flug nach Tokio festsitzen. Also schlenderte er zu ihr hinüber und fragte sie unschuldig und freundlich, »Gehst du geschäftlich nach London?« Daraufhin antwortete sie barsch, »Ich fliege nach Tokio.« Steve tat so, als sei er überrascht und gab ihr eine hilfreiche, wenn auch falsche Information. Der Flug wurde zum Gate 53C verlegt, beeil dich besser. Ohne sich zu bedanken, schnaubte die Frau wieder und machte sich auf den langen Weg zur anderen Seite des Terminals. Bei der großen Entfernung zwischen den Gates wäre es für sie unmöglich gewesen herauszufinden, dass sie belogen worden war und rechtzeitig zum richtigen Gate zurückzukehren.
Also startete Steves Flug, ohne dass sie zu sehen war. Ausgezeichnete Arbeit, Hofstadter. Bestnoten. Pech gehabt. An Weihnachten 2019 beschloss ein Bruder, sich für ein Jahr zuvor zu rächen, als sein Geschwisterchen ihm sein Weihnachtsgeschenk in mehrere Schichten Klebeband eingewickelt hatte. Um sich zu rächen, ging der Klebebandempfänger noch einen Schritt weiter und wickelte das Geschenk seines Bruders in Beton ein. Zum Glück war er so freundlich, einen Hammer zum Aufbrechen und eine Schutzbrille für die Sicherheit zur Verfügung zu stellen. Ein noch extremeres Geschenk wurde im selben Jahr zwischen einem ganz anderen Brüderpaar ausgetauscht, nur dass es zusammengeschweißt war. Abgerundet wurde das Ganze mit einer sehr unweihnachtlichen Botschaft auf der Vorderseite der Schachtel, die ich aufgrund der YouTube-Inhaltsregeln unkenntlich machen muss und eure Fantasie überlasse. Und das Beste daran, als der Bruder des Beschenkten die Schachtel endlich aufgeschweißt und den Beton im Inneren durchgestochen hatte, war das Geschenk nichts weiter als ein billiges Schachtelpuzzle, dessen Verpackung beim Öffnen beschädigt wurde. Instagram-Betrüger. Als die Londonerin Angel Exford sich 2018 mit Michael Thiesenfeld traf, dachte sie, er sei ein ganz normaler Typ. Doch es gab ein paar rote Fahnen. Michaels Schnappschüsse in den sozialen Medien, auf denen er in Markenkleidung und vor teuren Autos posiert, passten nicht so recht zu dem Mangel an Geld, den er im wirklichen Leben hatte. Bei ihrem ersten Date behauptete Michael, dass er sein Portemonnaie verloren hatte, was dazu führte, dass er den ganzen Abend über Angels kontaktlose Karte nutzte. Als die beiden schließlich aufhörten, sich zu verabreden, wurden die Dinge seltsam. Angel bemerkte unberechtigte Zahlungen auf ihrer Karte und nahm an, dass sie Opfer eines zufälligen Betrugs geworden war, bis sie sah, worum es sich bei den Einkäufen handelte. Jemand hatte ihre Karte benutzt, um für Likes auf Instagram und Flüge vom Flughafen Gatwick zu zahlen. Sie verfolgte die ID der Flugtickets, die den Namen des Käufers enthüllte, Michael Thiesenfeld. Es stellte sich heraus, dass Michael Angels Kartendaten bei ihrem ersten Date gestohlen hatte und ihr Geld nutzte, um seine echte Freundin zu verwöhnen und sich Beliebtheit auf Instagram zu erkaufen. Aus Rache ließ Angel Michael und seine Freundin am Tag ihres geplanten Urlaubs am Flughafen verhaften. Zu allem Überfluss wandte sich Angel an die Presse, wo die Geschichte landesweit bekannt wurde und Michaels Online-Ruf völlig zerstörte. Na hoppla! Nachbarschaftswache. Die nächste Geschichte kommt von GNP Coins, die das letzte Video dieser Serie auf dem Originalkanal kommentiert haben. Sie erzählten von einem Albtraum-Nachbarn, der seinen Hund überall in der Nachbarschaft sein Geschäft errichten ließ, ohne jemals aufzuholen. Der Kommentator und die anderen Anwohner waren natürlich bald genervt von den stinkenden Überraschungen, die er ständig in den Gärten der Nachbarn hinterließ. Also nahm der Kommentator die Sache selbst in die Hand. Sie fingen an, den Code einzusammeln, was normalerweise wie das Verhalten eines Psychopathen aussehen würde. Aber hör mir zu, nach 4 Wochen hatten sie etwa 7 Kilogramm davon angehäuft, die sie auf der Veranda der Hundebesitzerin abluden, an der Tür klingelten und warteten. Als sie schließlich antwortete, erklärte der Kommentator ruhig, dass sie das Eigentum ihres Hundes zurückbringen wollten. Von diesem Tag an wurden nie wieder streunende Kothaufen auf den Rasenflächen der Nachbarschaft gesichtet. Mitbewohnerrivalitäten. Eine der Kommentatoren unter den BMAs Originalvideos wandte eine etwas weniger passive Form der Rache an, nachdem seine Mitbewohner den Schokoladenkuchen, den er für den Geburtstag eines Freundes gebacken hatte, rücksichtslos verschlungen hatte. Der Kommentator Grumble Bum of Oz hat daraufhin einen weiteren köstlich aussehenden Kuchen gebacken, nur diesmal mit 3 Schachtel Apfelmittel mit Schokoladengeschmack versetzt. Unnötig zu erwähnen, dass die Sanitäranlagen der Wohnung in dieser Nacht alle Hände voll zu tun hatten, nachdem der zweite Kuchen ohne zu zögern verzehrt worden war. Aber die aufsehenerregendste Racheaktion eines Mitbewohners wurde von einem anderen Kommentator durchgeführt, der es ehrlich gesagt ein bisschen zu weit getrieben hat. Nachdem die Mitbewohner von Clumsy Puff unzählige Bitten ignoriert hatten, die Duschprodukte des Kommentators nicht mehr zu benutzen, war es an der Zeit, ernst zu machen. Also versetzte Clumsy Puff eine Flasche Haarspülung mit Haarentferner. Dann war es nur noch eine Frage der Zeit. Schon bald fielen die Haare ihres Mitbewohners, von denen er zuvor behauptet hatte, sie seien sein bestes Merkmal, büschelweise aus. Sobald der Mitbewohner den Grund für seine unerwarteten neuen kahlen Stellen herausgefunden hatte, hörte der Diebstahl endlich auf. War diese Rache ein bisschen zu hart für gestohlenes Shampoo? Sag mir deine Meinung unten in den Kommentaren. Streit unter Kollegen.
Ein nerviger Mitbewohner ist eine Sache, aber wenigstens kannst du dich dafür entscheiden, nicht mehr mit ihm zusammenzuleben, wenn es besonders schlimm wird. Bei einem nervigen Arbeitskollegen ist das schon etwas anders. Wenn du nicht bereit bist, dir einen neuen Job zu suchen, musst du so lange mit ihm zusammenleben, wie du das Geld für deine Arbeit brauchst. Das heißt aber nicht, dass du dich nicht ab und zu revanchieren kannst. Tammy Dearhaus, eine andere Kommentatorin, erzählte von der Rache ihres Vaters an einem Kollegen, der so besorgt war, dass er sein Auto zerkratzte, dass er darauf bestand, auf 3 Parkplätzen zu parken. Trotz der Beschwerden anderer Kollegen, die wegen des Mangels an Parkplätzen gezwungen waren, auf der Straße zu parken, machte er mit seinem Egoismus weiter. In der Mittagspause kaufte Tammys Vater 5 Portionen Pommes in einem Fastfoodladen, verteilte sie über das Midlife-Crisis-Mobil und kehrte zur Arbeit zurück. Im Laufe des Nachmittags wurde die örtliche Möwenpopulation wie geplant satt und hinterließ ein paar Abschiedsgeschenke. Als der Autobesitzer nach Feierabend zurückkehrte, war sein kostbares Fahrzeug voll mit Vogelkot. Genial! Als er mit einem egoistischen Kollegen konfrontiert wurde, der immer wieder Lunchpakete klaute, die ihm nicht gehörten, teilte ein anderer Internetnutzer seine einzigartige Lösung. Indem sie ihre Fischtacos mit Käse und Katzenfutter füllten, gelang ihnen der perfekte Streich, denn der Weißfisch in Haustierqualität sah genauso aus wie ein Thunfisch in Menschenqualität. Ein ähnlicher Streich wurde gegen einen Gelee-Donut-Dieb durchgeführt. Diese abgewandelten Leckereien waren so voll mit englischem Senf gefüllt, der im Gegensatz zu dem amerikanischen Zeug super scharf ist, so wie Meerrettich und Wasabi, dass er dem Donut-Dieb die Nase wegblies. Keines der Ergebnisse wurde jemals verraten, aber es besteht kein Zweifel daran, dass diese raffinierten Ersatzprodukte einen so schlechten Geschmack im Mund der Diebe hinterließen, dass sie es nicht noch einmal taten. Rache im Auto. Da die Wut im Straßenverkehr eine sehr reale Angelegenheit ist, ist es nur logisch, dass es eine ganze Reihe von Geschichten gibt, in denen sich Menschen für Ärger im Auto rächen. So wie die Rache des Reddit-Nutzers Ryman T. an seinem Kumpel, der sein Auto zum Spaß mit Toilettenpapier eingepackt hatte. Im Gegenzug hat der Reddit-Nutzer die gleiche Idee aufgegriffen, nur bunter, und das Auto des Freundes 2 Stunden lang mit Post-it-Zetteln beklebt, jede Sekunde war es wert. Andere Autos werden für schwerwiegendere Vergehen abgedeckt, zum Beispiel wenn sie 2 Parkplätze belegen, wie hier am Arbeitsplatz von Redditor Lou Dune, wo dieses Verhalten mit einer gründlichen Portion Frischhaltefolie bestraft wird, wenigstens bleibt das Auto dann länger frisch. Ein anderer egoistischer Parker ließ sein Auto auf einem mehrstöckigen Supermarktparkplatz stehen und blockierte den Verkehrsfluss. Im Gegenzug sorgten frustrierte Miteinkäufer dafür, dass das Beladen ihres Autos und das Verlassen des Parkplatzes nicht so ganz einfach war. Ein ähnlicher Fall von Einkaufswagenverkleidung ereignete sich, nachdem der Besitzer dieses Wagens unnötig unhöflich zu einem Miteinkäufer war. Das würde zwar einen weiteren Schutz vor rücksichtslosen Fahrern bieten, aber ich bezweifle, dass der Besitzer des Wagens das bei seiner Rückkehr auch so sah. Eine noch extremere Form der Rache wurde gegen einen Geschäftsmann in Burgas, Bulgarien angewandt, der jemandem so viel Unrecht getan hat, dass er 7 Spitzhacken in sein Auto versenkte. Es scheint, dass der Täter Jahre später, im Jahr 2014, eine bulgarische Anti-EU-Protest-Kunstausstellung inspiriert hat, obwohl die genauen Beweggründe des ursprünglichen Vandalen aus dem Jahr 2005 unbekannt blieben. Manche vermuten, dass es die Frau des Geschäftsmannes war, die seinen Ehebruch entdeckt hatte, aber ich bin davon nicht ganz überzeugt. Ich denke, das ist einfach ein Beweis dafür, warum man sich nicht mit den 7 Zwergen anlegen sollte. Dreckige Proteste. Manchmal wird die Rache ein bisschen schmutzig, so wie 2015, als Lidl ankündigte, dass sie ihre Milchpreise senken würde. Unabhängige Landwirte, die mit den niedrigeren Preisen nicht konkurrieren konnten, waren darüber nicht sehr glücklich. Also fuhr eine Gruppe von Landwirten in Frankreich mit ihren Traktoren vor den örtlichen Lidl und ließ aus Protest eine Flut von Gülle auf das Gelände los. Der Verkäufer, der den Gestank wegschrubben musste, tat mir wirklich leid. Eine ähnliche fäkale Form der Rache wurde 2017 von einer Frau in Hillsborough, Oregon ausgeübt, nachdem ein Dieb wiederholt Pakete von ihrer Haustür gestohlen hatte, während sie nicht zu Hause war. Sie klebte eine Schachtel mit 1 Dutzend benutzter Windeln ihres 4 Monate alten Sohnes mit Klebeband zu und stellte sie vor ihrer Haustür ab mit einem Zettel, auf dem stand: Viel Spaß damit. Als sie nach Hause kam, war der Karton weg und sie stellte sich mit großer Freude vor, wie der Dieb reagiert haben muss, als er das Paket mit nach Hause nahm und es aufmachte. Wenn sie diese Familie noch einmal beklauen, sollten sie besser ein paar Nasenklammern mitbringen. Runter von meinem Grundstück!
Jeder, der auf dem Land lebt, weiß, dass Bauern es nicht gerne sehen, wenn jemand auf ihr Grundstück eindringt. Als ein Bauer in Jakuševac, Kroatien, wiederholt feststellte, dass Einkäufer vom örtlichen Markt sein Feld ohne seine Erlaubnis als kostenlosen Parkplatz nutzten, wurde er wütend. Nachdem er sie mehrmals vergeblich gebeten hatte, dies zu unterlassen, beschloss der Bauer, ihnen eine Lektion zu erteilen, indem er das Land um ihre Autos herum umpflügte, während sie einkauften. Durch den umgedrehten Dreck wurde es für die opportunistischen Parker fast unmöglich, ohne stecken zu bleiben, hinauszufahren. Das Beste daran, als die Falschparker die Behörden riefen, entschied die Polizei, dass es nicht ihr Problem sei, da der Bauer in seinem Recht sei, da alles auf seinem Privatgrundstück stattfand. Rechtlich gesehen ist passive Aggression die beste Art, sich zu rächen. Trennungen vom Ruhm. Eine Beziehung zu beenden ist selten einfach, aber wenn dir jemand großes Unrecht tut, kann eine süße, süße Rache den Schmerz ein wenig lindern. Als das Abschlussball-Date einer Highschool-Schülerin aus Colorado sie nicht nur für ein anderes Mädchen sitzen ließ, sondern auch die $95 verlangte, die er für sie ausgegeben hatte, kam sie dem nach. Allerdings tat sie das mit einer gehörigen Portion Kleinlichkeit, um die Chancen auszugleichen, nachdem sie von ihm betrogen worden war. Sie gab ihrem Ex das Geld, aber sie tat es ausschließlich in Pfennigen oder Pennies. Das nenne ich Rache. Die offiziellste Form der Beendigung einer Beziehung ist jedoch die Scheidung. Und wenn der Grund für die Trennung Ehebruch ist, wäre es fast falsch, sich nicht in irgendeiner Form zu rächen. 2007 wandte ein deutscher Mann die höchste Form der passiven Aggression an, als es darum ging, seinen Besitz gleichmäßig mit seiner Ex-Frau aufzuteilen. Mit seinen Fähigkeiten als Maurer nahm er eine Kettensäge und sägte das 8 Meter lange Sommerhaus in zwei. Ich würde sagen, das ist eine gleichmäßige Aufteilung. Dieses Maß an Kleinlichkeit wurde 2015 von einem anderen frisch geschiedenen deutschen Mann übertroffen, der fast alle gemeinsamen Besitztümer von ihm und seiner Ex-Frau in zwei Hälften sägte. Die halben Stühle und sogar das halbe Auto könnten eine tolle Kunstinstallation sein, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt noch jemandem etwas nutzen werden. Trotzdem eine tolle Art, etwas zu beweisen. Sich an Tyrannen rächen. Wenn es jemanden gibt, der eine Rache in Form von kalkulierter Rache verdient hat, dann sind es Tyrannen. Ab und zu bekommen sie auch, was sie verdienen. So wie in dieser Geschichte von einem unserer Kommentatoren. Nachdem einige Rüpel aus der Nachbarschaft die Schneemänner, die er und sein Bruder bauten, immer wieder zerstörten, stellten sie den Schneebanditen eine Falle. Sie schnappten sich ein paar alte Ziegelsteine, bauten einen kleinen Turm, einen Schneemann drumherum und warteten darauf, dass ihre Gegner ihn zerstören. Tatsächlich hörten sie später an diesem Tag einen Schmerzensschrei von draußen. Als sie nachsahen, fanden sie diesen Rüpel auf dem Boden, der mit seiner schmerzhaften, geschwollenen Faust versucht hatte, den Schneemann in die Luft zu jagen. Um ihn den Garaus zu machen, schütteten die Brüder Wasser über seine Beine, die durchweichten und in der Kälte froren. Die Lektion war gelernt: Leg dich nie mit diesem Typen an, dem Rächer der gefallenen Schneemänner. Aber eine der größten Rachegeschichten gegen einen Tyrannen ereignete sich im August 2019 live auf dem Radiosender Hot 96,9 in Boston. Eine Frau rief an und bat den Moderator, einen Mann anzurufen, mit dem sie ein Date hatte, und ihn zu fragen, warum er sie nicht zurückgerufen hatte. Als der Mann ans Telefon ging, verriet er ihr den Grund, warum er sie nicht zurückgerufen hatte. Es stellte sich heraus, dass die Frau, die angerufen hatte, die Mutter seines Highschool-Rüpels war. Nachdem er sie auf einer Dating-Seite entdeckt hatte, plante er die ultimative Rache an diesem Tyrannen. Er wollte mit seiner Mutter schlafen. Und sagen wir einfach, er hat es geschafft. Verständlicherweise war die Mutter des Tyrannen nicht sehr erfreut, als sie das erfuhr, und ihr Sohn vermutlich auch nicht. Aber es war zu spät. Der Typ, mit dem sie geschlafen hatte, hatte seine jahrzehntelange Rachemission bereits abgeschlossen, und tausende von Zuhörern konnten es über den Äther hören. Grausam, aber unbestreitbar lustig. Was war die beste Art und Weise, wie du dich an jemandem gerecht hast? Sag es mir in den Kommentaren, und vielen Dank fürs Zuschauen.